Ich habe mir, wie gesagt, ich habe etwas vorbereitet für euch und ich habe das Alhamdulillah schon sehr, sehr oft gemacht. Und ich versuche das immer so einfach wie möglich zu machen, dass es wirklich jeder versteht. Und wir haben heute viel Spaß gehabt, Alhamdulillah, weil ich war heute gut drauf. Immer wenn ich übermüdet bin, bin ich ein bisschen albern. Und dann habe ich mir so gedacht, wie könnte ich den Vortrag nennen? Habe ich so gedacht, Umrah Crashkurs für Vollidioten. Aber ich würde euch ja nicht beleidigen wollen, damit ist nur gemeint, dass es jeder verstehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ich nenne es It's Easy. I, Ihram, T, Tawaf, S für Sai, Easy. Ihram, Tawaf und Sai, einfach gemacht. Okay? Oder leicht gemacht auf Kölsch. So. Weil es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es geht um drei Dinge. Drei Dinge bei dieser Ibadah. Es geht um Ihram, es geht um Tawaf und es geht um Sa'i. Und bei all diesen drei Dingen geht es wieder um drei Dinge. Erstens, was muss ich machen? Zweitens, was ist Sunna zu machen? Und drittens, was darf ich nicht machen? Ich habe das extra so genannt, weil es käme jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt auf eine andere Art und Weise erklären würde, dann nennt man das eine, nennt man Shurut, das andere nennt man Arkan, das nächste nennt man Wajibat. Und das ist alles viel zu kompliziert. Weil ihr müsst wissen, was müsst ihr tun? Was müsst ihr tun? Ob das jetzt ein Rukn ist oder ein Wajib ist, ihr wollt es ja richtig machen. Und ihr wollt nicht wissen, ja, Entschuldigung, Abu Hamza, wenn ich es nicht mache, ist meine Hadsch noch gültig, wenn ich dann Schaf schlachte? Nein, sondern ihr wollt es richtig machen. Also, was muss ich tun bei Ihram? Was ist Sunna bei Ihram? Was ist verboten bei Ihram? Was darf ich nicht machen? Was muss ich machen bei Tawaf? Was ist Sunna bei Tawaf? Was darf ich nicht machen bei Tawaf? Was muss ich machen bei Sa'i? Was ist Sunna bei Sa'i? Was darf ich nicht machen bei Sa'i? Ihr wisst alle, Tawaf ist die Tawaf um die Umdrehung um die Kaaba. Wen beten wir da an? Die Kaaba? Nein, wir beten nicht die Kaaba an, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an, weil er uns befohlen hat, um die Kaaba Tawaf zu machen. Genauso wie wir nicht den Boden anbeten, wenn wir Sujud zum Boden machen. Ich erwähne das nur, falls ihr nach Hause kommt und da kommen dann welche, sagen, ja, wo warst du denn gewesen im Urlaub? Dann sagst du, ja, ich war bei voll normalen Leuten in Mekka und Medina gewesen. Und ach, ihr betet ja da die Kaaba an, ne? Oder? Da dieser schwarze Stein in der Wüste, oder? Den betet ihr ja an. Da kannst du das direkt so erklären, wie ich das gerade erklärt habe. Sagst du, ihr betet ja auch nicht in der Kirche die Wand an, wenn ihr Richtung Wand betet, oder? Aber auf jeden Fall. Fangen wir an mit der Verpflichtung beim Ihram. Die erste Verpflichtung, ganz wichtige Verpflichtung, was man machen muss, der Ihram muss vom Miqat gemacht werden. Miqat ist ein bestimmter Ort. Wir reden jetzt vom Miqat Makani, der bestimmte Ort, wo man die Nia fasst, in den Ihram reinzugehen. Denn der Ihram ist eigentlich Nia Dukhul fi Nusuk. Die Nia reinzugehen, Nusuk. Weil ich habe jetzt schon die Nia, ich habe jetzt schon die Nia, jetzt schon die Absicht am Samstag, ja, oder in ein paar Tagen, in den Ihram reinzugehen. Bin ich jetzt schon im Ihram? Darf ich jetzt die Nägel nicht mehr schneiden? Nein. Aber wenn ich jetzt die Nia fasse, und die Sunna ist es, diese Nia auszusprechen. Und wie spricht man die aus? Das solltet ihr euch aufsprechen. Labbaik Allahumma umraten. Oder Labbaik Allahumma bi umra. Okay? Labbaik Allahumma umraten ist, glaube ich, das Einfachste. Labbaik Allahumma umraten. Oder Labbaik Allahumma bi Umra. Ich glaube, Labbaik Allahumma Umraten ist einfacher für euch. Weil es sind weniger Worte. Weil bi ist ein Harfe Jar im Arabisch, das ist wie so noch eine Präposition dazu. Ja? Labbaik Allahumma Umraten. Und du stehst dann dort, du bist am Mikat und sagst, hast jetzt die Absicht reinzugehen. Zu den Sunnan kommen wir nachher noch. Ich will erstmal nur das Notwendigste erzählen, was man machen muss. Labbaik Allahumma umraten. Okay? Vorher, bevor du in den Ihram gehst, musst du was machen? Musst du die Sachen ausziehen. Das wird in der Fachsprache Machit genannt.
Aber Machita ist genähtes, aber das ist eigentlich Ibrahim al-Nahi, Rahimullah, ein großer Gelehrter aus dem Irak, hat diesen Begriff als erster geprägt. Aber eigentlich ist dieser Begriff nicht korrekt. Weil Machit heißt genähtes, das heißt, dann sagt einer, und wir haben immer diese Fragen, ja, aber Hamza, guck mal hier, hier an den Schuhen, gib mir mal den Schuh, hier, guck mal hier, hier ist ja genähtes, darf ich den Schuh anziehen, hier ist ja genäht, und hier, hallo, ich habe einen Gürtel, weil man darf Gürtel tragen, kommen wir nachher zu, hier ist genähtes, das gilt jetzt sowieso, Machit gilt für die Männer, nicht für die Frauen. Ja, für die Frauen gilt kein Niqab und keine Handschuhe, den Fall haben wir hier sowieso nicht. So, Machit, ja, ich habe hier auch genähtes an der Ihram-Kleidung. Da kommt der Bruder Taifun gerade mit der Ihram-Kleidung. Ja, könnt ihr nachher gucken. Salam alaikum, Bruder. Auf jeden Fall, das ist damit nicht gemeint. Was mit Machit gemeint ist, sind Klamotten wie Hosen, Hemden, Jackett, Jacken, Jalabia, etc. Und natürlich, Mütze ist eigentlich Tartiatur Ras. Gehört nicht zu Machit. Aber Mütze muss man auch ausziehen, weil der Mann darf seinen Kopf nicht bedecken und nach vielen Gelehrten auch sein Gesicht nicht bedecken, weil es zum Kopf dazu gehört. Was sagen wir jetzt? Ja, da der eine Gelehrte sagt, guck mal, Achi, die Umrah dauert ein paar Stunden, dann bedeckt dein Gesicht halt nicht. Okay? Wir kommen aber nachher zu Mahdhurat oder Ihram, weil da sind wir noch nicht. Schritt für Schritt, okay? Das heißt, man muss diese Sachen ausziehen. Ja, das ist die Verpflichtung. Dann, was zu einer Verpflichtung gehört, während dem Ihram, laut einigen Gelehrten, ist die Talbiya. Die Talbiya ist laut einigen Gelehrten eine Verpflichtung, während dem Ihram, das zumindest einmal gemacht hat. Viele sehen das als Sunnah. Aber ich erwähne das als Verpflichtung, damit man das weiß. Einige sehen das als Verpflichtung, dass man die Talbiya macht. Deswegen ist auch besonders wichtig, die Talbiya zu lernen. Die Frauen sagen die Talbiya leise, die Männer sagen die Talbiya laut. Es ist Sunnah, die Talbiya laut zu sagen. Der Prophet a.s.w. sagt, Atani Jibril, fa'amarani an a'mura ashabi an yarfa uswatum bitalbiya. Jibril kam zu mir und hat mir befohlen, meinen Gefährten zu befehlen, die Stimme mit der Talbiya zu erheben. Und es wird überliefert, dass die Gefährten heiser geworden sind. Das heißt, im Gegensatz zu dem normalen Wicker, der in den meisten Fällen immer leise gesprochen wird, was auch eine Form von Wicker, die Talbiya, wird die Talbiya laut gemacht. Bei Frauen leise. Ich erwähne einige Meinungsverschiedenheiten, nur damit ihr wisst, weil nachher sagt euch jemand was anderes und dann, wie, hat er uns jetzt was Falsches beigebracht? Ja, damit ihr wisst, ich weiß schon, wovon ich rede, ja. Weil Ibn Hazm beispielsweise, Al-Andalusi sagt, die Talbiya wird auch bei den Frauen laut gemacht. Das ist aber eine Aussage, die von ihm, wo er sehr alleine damit steht. Aber warum sagt er das? Er sagt, weil al-aslu fil ahkam at-tasawi bayna ar-rijali wa nisa. Die Grundlage in den Ahkam, in den Regelungen ist, dass die Gleichheit zwischen Mann und Frau, das heißt, alle Regeln für Mann und Frau sind gleich, illa bidalil, außer wenn es einen Beweis gibt. Aber wie gesagt, die meisten Gelehrten, und so hat sich das auch weitergebracht, haben gesagt, die Frauen machen das leise. Und manche haben dann einen Mittelweg gefunden. Die haben gesagt, wenn dann mal keine Männer dabei sind und keine Männer die Talbiya mithören, dann kann die Frau dann zum Beispiel, macht dann ein, zwei Mal die Talbiya laut. Wie geht die Talbiya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Am besten aufschreiben. Und ich sage ihm, am besten aufschreiben mit seinen eigenen Buchstaben, so wie man es hört. Wenn ich manchmal die Lautumschrift sehe in der deutschen Sprache, der normale deutsche Otto-Normalverbraucher, wie ich beispielsweise, aus Köln, wird damit gar nicht klarkommen. Weil es ist eine englische Umschrift.
Zum Beispiel Hamza wird immer, schreiben sie immer mit Z. Jeder Deutsche, der das liest, sagt Hamza. Deswegen sage ich Hamza mit S. Bei uns, wir schreiben mit S. Natürlich, du kannst richtig, aber ich rede jetzt, hier geht es ja darum, das richtig auszusprechen. Also schreib es dir selber auf. Wer die Talbiya noch nicht kann, Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Okay? Da gibt es noch Versionen, die man machen kann. Labbaika wa sa'daik und so weiter und so fort. Labbaika ila al-haq. Aber das ist das Wichtigste. Okay? Und am besten so viel wie möglich. Weil es gibt einen Hadith, der sagt, dass die gute Hajj diejenige ist. Al-Ajju wa Thajj. Das heißt, wo die Stimme erhoben wird und wo Blut fließt. Hier bei der Umrah gibt es jetzt kein fließendes Blut, aber das zeigt, dass die Talbiya besonders wichtig ist. Und jeder, der das hört, wird am jüngsten Tag Zeugnis für dich abgeben. Deswegen Talbiya ist sehr wichtig und glaub mir, wenn ihr auf dem Weg seid nach Medina, nach Mekka, Entschuldigung, und ihr schaut euch die Landschaften dort an und ihr denkt, Subhanallah, hier irgendwo auf den Wegen sind irgendwann mal die Sahaba von Medina nach Mekka gegangen. Vielleicht ist Muhammad al-Fatih, Saifuddin Qudus. Diese ganzen Helden des Islam sind vielleicht irgendwann mal hier lang gegangen. Salahuddin al-Ayyubi. Und du sagst, und du denkst an den Ruf von Ibrahim, alayhis salam. Und rufe die Menschen zu Hajj. Ja? Das ist ein Ruf von Ibrahim und du hast ihn erhört. Und du sagst praktisch zu Allah, ich habe dich erhört, ich habe auf den Ruf geantwortet, du Allah. Und du sagst das mit dieser Absicht so. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Und du denkst darüber nach, Allah hat dir diese Gnade gegeben, hier bei zu sein. Das ist etwas, was sehr, 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 sehr auf das Herz geht. Und wo ich übrigens bei dem Herzen bin, merkt euch bitte eine Regel. Eine Regel. Das Wichtigste hierbei. Wir reden über die ganzen Regeln. All das, was wir machen, alle diese Bewegungen sind nur Bewegungen, wenn das Herz nicht dabei ist. Das Wichtigste ist das Herz. Sei mit dem Herz dabei. Nimm dir zwischendurch die Zeit und sag, ich bin hier, ich will meine Sünden werden vergeben. Dass meine Sünden vergeben werden. Ich bin hier, ich will mein Iman stärken. Ich bin hier, ich will, dass meine Dua erhört wird. Ich bin hier, ich will meine Verpflichtung zur Umrah erfüllen. Weil wie gesagt, nach meiner Meinung und der Meinung von vielen Gelehrten ist die Umrah auch einmal im Leben Pflicht. Deswegen bin ich hier. Das ist meine Nia. Ich bin hier, um ins Paradies zu kommen. Ich bin hier, um vor der Hölle zu fliehen. Denke darüber nach, das ist das A und O. Alles andere, du kannst auch Donald Trump holen mit einem Hubschrauber und siebenmal um die Kaaba laufen lassen. Bringt ihm nichts. Es bringt ihm nichts. Es sei denn, den Islam voran, möge allein recht leiten. Amen. Auf jeden Fall. Ja, ach so. Ich bin so blind ohne Brille. Genau, die nächste Verpflichtung ist, das gehört mit zum Ihram, ist, dass man nach dem Ihram die Haare kürzt oder rasiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Weil manche denken, ah, okay, ich habe jetzt Sa'i gemacht, ich habe Tawaf gemacht, super, dann gehe ich jetzt erstmal ins Hotel, ziehe mir meine Sachen an, parfümiere mich schön und dann gehe ich mir nachher die Haare schneiden. Nein. Haare, du kommst erst aus dem Ihram raus, dadurch, dass du die Haare schneidest bzw. rasierst. Deswegen gibt es manche Gelehrte, das ist eigentlich nicht ganz korrekt, aber ich will es trotzdem als Beispiel geben. Die sehen das als den, wie den Takbiratul Ihram, den Taslim beim Gebet. Du sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, um aus dem Gebet rauszukommen. Ja? Und so gehst du aus dem Ihram raus, indem du die Haare kürzt, beziehungsweise rasierst.
Lass mich erst, halt dir die fürs Ende, aber glaub mir, ich werde die Sachen sowieso beantworten. Mach dir keine Sorgen. Inshallah. Kommt alles vor, weil jetzt, Sun, Pflicht ist es, sie zu kürzen. Was heißt kürzen? Heißt kürzen, wie manche machen? Hier ein Haar weg, da ein Haar weg, da ein Haar weg? Nein. Das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern man nimmt gleichmäßig vom Kopf an jeder Stelle, so dass man es klar erkennen kann. Das ist Pflicht. Sunna ist es für die Männer, für die Frauen. Die sollen sich so nehmen von überall an den Haaren. Das heißt jetzt nicht, ich habe ein Haar jetzt vergessen. Ja, nicht, dass man mich falsch versteht. Man hat Westwest. Oh wei, da ist ein Haar übrig geblieben. Jetzt, nein, man nimmt sich zum Beispiel die Haare so, macht zu und man guckt. Eine Fingerlänge, das sind ungefähr so 2 Zentimeter. Und kürzt mit der Schere. Okay? So. Hier. Wie so eine Fingerkuppe. Für die Frauen. Für die Männer, zum Beispiel mit der Maschine oder mit der Klinge. Mit der Klinge ist Sunna. Ist besser. Warum? Der Prophet a.s.w. hat 3-mal Dua für Rahma gemacht, für die, die es rasieren mit der Klinge, und 1-mal für die Mukassirin, die es kürzen. Okay? Deswegen besser ist es, Leute, wenn ihr auch so eine schöne Mähne habt, rasieren. Bruder, Fragen nachher. Bruder, glaub es mir, Bruder, ich werde die Sachen wahrscheinlich beantworten. Merkt ihr die Fragen? Schreibt ihr die auf. Weil sonst fragt jetzt der und wir kommen gar nicht mehr zum Punkt, was ich alles erklären will. Fragen könnt ihr alle am Ende stellen. Weil meistens, Bruder, habe ich das hier schon alles aufgeschrieben. So, ganz wichtig, ich will etwas erzählen, das ist mir einmal passiert. Da hat jemand sich, die Haare müssen gekürzt werden nach Sai. Nicht vorher. Bruder, ich hab's erlebt, Bruder, wir sind in Mekka angekommen, da haben wir Sai gemacht, da kam einer, der hat die Haare komplett abrasiert gehabt. Dann sage ich zu ihm, hör mal, du musst die Haare rasieren. Er sagt, ich hab schon in Medina die Haare rasiert. Ich sag, wie in Medina? Ja, sagt er, in Medina ist günstiger, die nehmen mir viel zu hohe Preise. Ich hab die Haare schon in Medina. Ich sag, Bruder, geht doch nicht. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Was macht jemand, der keine Haare hat? Obwohl, die haben alle Haare. So, also hat das Thema erledigt. Obwohl, ich erzähl's euch, falls mal kommt. 2 Meinungen. Die eine Meinung sagt, jemand, der zum Beispiel einen Arm nicht hat, der muss Wudu machen. Der Arm ist nicht da, kann er kein Wudu mehr machen. Und andere sagen, Fatakullah mastatatum, fürchte Allah, so gut du kommst, er geht wenigstens einmal mit der Klinge so über seinen Kopf und guckt, ob er da irgendwelche Reste abrasiert. Er rasiert nicht Haare von den Armen und nicht Haare vom Bart oder von Achseln oder was weiß ich, sondern er geht entweder, weil es geht um das Rasieren des Kopfes. Du kommst, das ist sehr wichtig. Ja, du kannst auch nicht aus dem Haram rauskommen und sagst, ich habe so eine schöne Frisur, ich rasiere nicht die Kopfhaare, ich rasiere die Haare am Arm. Darum geht es nicht. Es geht darum, es ist eine religiöse Pflicht, das ist wichtig. Das gehört zu den Verpflichtungen vom Ihram, okay? Die Sunnan vom Ihram sind, erstens, am Mikat. Ich weiß, die Studenten aus Medina sehen das irgendwie anders, aber ich weiß nicht, wo sie das herhaben, wo sie das gelernt haben, in welchen Büchern. Aber Al-Asl, ja, hier, ich habe hier für die Studenten aus Medina, ich habe meine Beweise immer bei mir, Sheikh Uthaymin, nur damit ihr Bescheid wisst, und ich habe überall nach diesem Kraul-Chef gesucht, ich habe es nirgendwo gefunden, aber ich lasse mich gerne von den Studenten aus Medina vom Gegenteil überzeugen. Am Mikat, weil Sheikh Uthaymin wird danach auch gefragt, am Mikat duscht man, reinigt sich, parfümiert sich, natürlich für die Männer, weil die Frauen sollen sich nicht parfümieren, die sind dort eng mit Männern zusammen, ja. Und eine Frau soll sich nicht so parfümieren, dass andere, weil es, wie gesagt, ist alles eng. Man parfümiert sich am Körper, ja, nicht an den Klamotten, vor dem Ihram. Das heißt, es ist Sunna vor dem Ihram, Russel zu nehmen, Sunna vor dem Ihram, parfümieren, sich die Haare zu schneiden, die Nägel zu schneiden. Wo? Am Mikat am besten. Am besten am Mikat. Und Sheikh Uthaymin sagt dazu,
wenn jemand keine Möglichkeit am Mikat dazu hat, sagt er, dann macht man es schon vorher. Allerdings wird es so sein, ihr müsst davon ausgehen, am Samstag, es ist sehr, sehr eng mit den Bussen, es kann sein, dass ihr das schon hier machen müsst. Okay? Aber was wollte ich euch sagen? Das ist eine kleine Angelegenheit. Okay? Es ist eine kleine Angelegenheit. Das Wichtigste ist das Herz. Das habe ich eben, deswegen wollte ich das nochmal betonen. Weil es kann sein, am Samstag so viele Reisen auf einmal. Und ich denke, deswegen haben auch einige Lehrer das hier gesagt, man kann das schon vorher im Hotel hier in Medina machen. Weil mittlerweile praktisch Abia Ali an Medina sofort angrenzt. Um das als Erleichterung zu machen für die Pilger. Ja, wie gesagt, Nägel schneiden, Haare entfernen, wie zum Beispiel Achselhaare etc. Okay. Nicht die Haare abrasieren vom Kopf, dass man nachher nicht mehr da was machen kann, ja, nicht mehr die Haare abrasieren kann. Okay. Und dann parfümieren. Frage, was ist, wenn das Parfüm, zum Beispiel, man hat sich Parfüm auf den Kopf getan und macht dann Mess über den Kopf. Mess. Hat jetzt das Parfüm hier. Einige Gelehrte sagen, man muss das sofort so schnell wie möglich abwaschen. Andere sagen, wie zum Beispiel Sheikh Uthaymin, und ich finde diese Meinung sehr, sehr stark. Er sagt, das ist kein Parfümieren, was Maksud beabsichtigt ist. Der ist in Berührung gekommen durch eine Notwendigkeit, weil er über seinen Kopf rübergehen muss. Das ist gar kein Problem. Okay? Es läuft runter, es läuft irgendwo drauf. Es sind alles Sachen, wo du nichts für kannst. Du hast die Sunna praktiziert und das war's. Aber wichtig, kein Parfüm auf die Kleidung drauf tun. Mit Absicht, also. Auf jeden Fall nicht mit, ja, ja, natürlich nicht. Ansonsten, natürlich nicht. Klar. Kein Parfüm, ja, natürlich auf die Ihram-Kleidung. Es geht ja jetzt um Ihram. Wir reden ja von Ihram. Im besten Fall nach dem Duschen direkt einfach auf den Körper. Ja, genau, genau. Und dann anziehen, ganz genau. Am besten duschen, Haare eventuell entfernen, parfümieren, Ihram-Kleidung anziehen. Okay? Nichts. Nein, Bruder, das Beste ist am Mikrat. Wenn du es nicht am Mikrat kannst, habe ich ja gerade gesagt, wenn du es nicht am Mikrat kannst, dann hier. Aber das Beste ist am Mikrat, das heißt in Abia Ali. Aber es kann gut. Hä? Wird man an dem Tag wissen. Werdet ihr an dem Tag, ihr werdet es an dem Tag kurz vorher wissen. Aber wie ich euch sage, deswegen habe ich das extra erwähnt, selbst wenn das nicht klappt und selbst wenn du das absichtlich nicht machen würdest, du duschst dich nicht, du parfümierst dich nicht, nimmst keine Haare, das ist eine Sunna, die Umrah ist komplett gültig. Versteht ihr? Weil es kann auch manchmal sein, dass es eine Maschaka ist. Weil ich kann euch jetzt zum Beispiel sagen, in manchen Saison, manchmal ist es so, Abia Ali, also Dhul Hulayfa, ist so voll, ja, dass wenn da jetzt jeder von uns duschen geht, dann sind wir da nochmal 2 Stunden aufbewahrt. Und das möchte ich auch hier direkt an dieser Stelle sagen. Bitte am Mikrat. Beim letzten Mal zum Beispiel haben wir einfach am Mikrat angehalten, im Bus, haben die Talbiya, haben die Nia ausgesprochen und sind weitergefahren. Weil es einfach, also, oder das haben wir auch schon mal gemacht. Warum? Weil es einfach einfacher ist. Weil oft ist das so ein Gedränge und ich kann euch jetzt schon sagen, und das, darum bitte ich euch, bitte tut mir einen Gefallen. Achtet immer auf die Orte, wo ihr seid. Und hört bitte auf die Anweisungen. Wir haben schon erlebt, dass wir wegen einer Person 1 Stunde länger warten müssen. Dann, das strengt alle Pilger an. Das ist sehr anstrengend. Weil sich einer verlaufen hat, weil er nicht richtig geguckt hat, wo der Weg ist. Es sieht auf einmal alles gleich aus. Alle haben eine weiße Kleidung an. Man war noch nie dort gewesen, man kennt das nicht. Achtet bitte genau dort, wo ihr seid. Rein, raus. Okay? Und deswegen, wenn es manchmal da voll ist, kann das stundenlang dauern. Und deswegen sagt man dann, und das ist, guck mal, hier ist eine Regel, das möchte ich euch auch hierzu sagen. Guck mal. Das ist eine Regel überhaupt für den Islam, allgemein. Diese Regel heißt auf Arabisch, Mura'atu Fadilatin Muta'alliqatun Bidhatil Ibadah Aula min mura'atil fadilatin muta'alliqatun bi zamanin aw makan. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die auch hiermit zu tun hat. Zum Beispiel, wir haben eben gesagt, das Wichtigste ist das Herz. Ja?
So, wenn du jetzt eine Sache hast, die eine kleine Sunna ist, aber sie ist für dich in einer bestimmten Situation eine extreme Maschaka, eine extreme Anstrengung. Zum Beispiel, erste Reihe zu beten ist was? Ist Sunna für die Männer die beste Reihe. So, ist für die Männer die beste Reihe. Aber was ist, wenn für dich in die erste Reihe zu kommen extreme Maschaka ist? Oder wenn zum Beispiel in der ersten Reihe jemand steht, der einen unangenehmen Körpergeruch hat, der dich im Gebet ablenkt? Dann sagen die Gelehrten, es ist besser, nicht in der ersten Reihe zu beten, weil Wertul Ibada, die Seele der Ibada, das Wesen der Ibada ist, Khushu' zu haben. Demut zu haben. Anderes Beispiel, da kommen wir auch nachher noch drauf. Kaaba. Eigentlich ist es Sunna, umso näher wie möglich an der Kaaba zu sein. Aber was ist, wenn du keinen Rammel machen kannst? Nicht laufen kannst, weil es zu eng ist? Dann sagen die Gelehrten, es ist besser, etwas weiter weg zu sein, weil du diese spezifische Ibadah durchführen willst. Okay? Dann anderes Beispiel. In vielen Sunna-Büchern findet man, es ist Sunna von Bab Benu Sheba bzw. Babu Salam in die Moschee reinzugehen. Aber der Prophet hat nicht gesagt, geht von Bab Benu Salam, Bab Benu Sheba oder Babu Salam rein. Ja. Deswegen sagen einige Lehrte, er ist einfach dort reingegangen. Das ist keine Sache, die er extra beabsichtigt hat. So, das heißt, wenn du jetzt siehst, am Babu Salam ist eine Riesenschlange und ein Riesengedränge und du bist genau auf der anderen Seite von der Moschee rausgekommen und wenn du jetzt erst zu Babu Salam kommen willst, dann bist du sowieso schon von der Reise kaputt, wirst du so viel Kraft verbrauchen für diese kleine Sunna und so viel Anstrengung, ja, dann muss man gucken, ist das vielleicht etwas, was von meiner Energie wegnimmt, wenn ich Dua mache nachher? Weil schaut mal ein anderes Beispiel dafür. Weil das geht um Verständnis der Religion. Was ist einer der besten Tage des Fastens? Tag von Arafat. Von Arafat. Tag von Arafat. Yukaffiru sana madiya wa sana qadima. Löscht die Sünden des vergangenen Jahres und des kommenden Jahres. Aber für die Leute in Arafat ist es nicht Sunna zu fasten. Warum? Weil es für sie wichtiger ist, volle Energie für die Dua zu haben. So, was ist jetzt als Kriyas dazu, wenn du durch den Weg zu Babu Salam so eine große Energie verschleuderst, dass du diese Energie nicht mehr für die Dua hast? Aber da kommen wir nachher noch zu, inshallah, okay? So. Ja. Was? Junge, 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 Junge. So, zweite Sache, Parfümierung haben wir gesagt, dann gibt es verschiedene Meinungen, wann man in den Ihram reingeht, das ist auch Sunna. Wichtig ist, am Mikat, aber wann jetzt genau? Manche sagen, nachdem man 2 Rakat gebetet hat. Aber es gibt keine spezifische 2 Rakat für Ihram. Sondern zum Beispiel, du hast Tahiyatul Masjid gebetet. Oder du hast für dieses Tal dort gebetet. Ja, weil es ein heiliges Tal ist beispielsweise. Oder es war ein Pflichtgebet dort. Du hast jetzt zum Beispiel dort Dhuhr und Asr gebetet. Ich weiß noch nicht, wann wir dort ankommen. Und du machst dann du fängst an in die Nusuk reinzugehen nach den 2 Rakat. Andere Gelehrte sagen dann, wenn du das Reittier bestiegen hast, das wäre heute der Bus. In dem Moment, wo du in den Bus reinkommst. Du gehst in den Bus rein, setzt dich hin, sagst, Labbaik Allahumma umratten. Was ist das? Sunna. Und was ist das für eine Sunna? Ist umstritten. So wie manche sagen, du hast die Hände im Gebet auf der Brust und andere sagen, du hast sie unter dem Bauchnabel. Und das ist ein riesengroßes Diskussionsthema, weil es mehrere Hadithe von mehreren Gelehrten gibt. Was ist für uns wichtig? Ich erwähne das nur, für uns ist wichtig am Mikat. Ob du das nach dem Gebet machst, ist deine Umrah gültig? Ist gültig. Ob du es machst, wenn du in den Bus eingestiegen bist am Mikat, ist deine Umrah gültig? Deine Umrah ist gültig.
Okay? Es kommt hier nur darauf an, was ist besser. Ist es besser nach dem Zustand, das, was passieren könnte? Ich sage, in der heutigen Zeit, bei dem Verkehr, kann man immer davon ausgehen, dass vielleicht irgendetwas passiert. Allahumma mahalli haythu habastani oder Allahumma in habasani habis fabahalli haythu habastani. Okay? Allahumma mahalli haythu, Zunge hier, wie beim Thunder auf Englisch, haythu habastani. Habastani. Okay? Dann Dua. Allahumma hadhihi al-umra la riya'a fiha wa la sum'a. Allahumma hadhihi al-umra la riya'a fiha wa la sum'a. Das heißt, oh Allah, lasse in dieser Umrah soll keine Riya sein und kein Sum'a. Riya ist Augendienerei und Sum'a ist praktisch dasselbe vom Hören. Dass jemand hört und sagt, boah, der war bei der Umrah, oh, was für ein Held, was für eine Heldin. So, wir machen das für dich, Allah. Okay? So. Das sind die Sachen. Können wir das danach machen? Zu Talbiya? Damit wir damit fertig werden. Jetzt. Gibt es bestimmte Sachen, die spezifisch für den Ihram verboten sind. Die Hanbaliten zählen die als 9 Sachen auf. Viele von denen spielen für euch keine Rolle. Okay? Da gibt es Sachen, die haben mit dem Körper zu tun. Sachen, die haben mit der Kleidung zu tun, Sachen, die haben mit dem anderen Geschlecht zu tun und Sachen, die speziell sind. Erste spezielle Sache ist Jagen. Man darf während dem Ihram nicht jagen. Hat jemand vor zu jagen? Ich kann hier nicht davon aus. Also, falls jemand jagen will, nicht jagen. Okay? So. Dann, was mit dem anderen Geschlecht zu tun hat, Heirat, Geschlechtsverkehr, oder was zu Geschlechtsverkehr führt, oder auch Verlobung, alles, das heißt Ansprechung hier, willst du heiraten und so weiter, all diese Sachen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vorhat zu heiraten während dem Ihram, oder? Ich gehe nicht davon aus, Alhamdulillah. Also haben wir das, können wir das schon mal, brauchen wir uns schon mal nicht viel Gedanken über dieses Thema für uns spezifisch zu machen. Alhamdulillah. So. Dann, was mit dem Körper zu tun hat, haben wir eigentlich schon erwähnt. Nämlich, erstens keine Sachen tragen wie Hemden, Hosen etc. Keine Kopfbedeckungen tragen. Ja, keine Kopfbedeckungen tragen. Okay? Dann, und kein Parfüm auftragen, haben wir eben auch schon gesagt. Das heißt, das sind eigentlich die Sachen, die wichtig sind. Für die Männer keine Kopfbedeckung, nichts Genähtes und keine Parfümierung. Schuhe, am besten kauft ihr solche Badelatschen hier, nicht solche Turnschuhe. Es gibt zwar auch die Meinung, dass man Turnschuhe auch tragen darf. Wie gesagt, wenn du der Meinung folgst, kannst du es gerne tragen. Ich werde dich nicht tadeln deswegen. Ja, das ist ein langes Thema. Aber ich gebe solche Sachen immer auf die... Das heißt nicht für die Frauen. Für euch Frauen spielt gar keine Rolle. Okay, dann natürlich keine Haare schneiden, keine Nägel schneiden, keine Haare schneiden, keine Nägel schneiden.